Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. 100 Uhren sind nicht genug? Jetzt spinnt der Axel. Das habt ihr bestimmt gedacht oder aber es in Erwägung gezogen zu denken. 100 Uhren sind natürlich mehr als ausreichend für jede Sammlung. Trotzdem habe ich für mich in meiner Uhrenkarriere in Anführungsstrichen einen Punkt gehabt, wo ich gedacht habe, 100 Uhren reichen nicht. Als ich angefangen habe, mich mit Uhren zu beschäftigen, habe ich mit ganz günstigen Hommagen angefangen, Blumen Sea Dweller, also eine Rolex-Hommage, und habe ich dann langsam gesteigert, habe dann die originären Uhren entdeckt, Seiko und Orient. Und es kam immer mehr dazu, hatte einen ganz, ganz hohen Durch- und Umsatz und habe dann irgendwann gesagt, das geht nicht, Uhren ziel- und planlos und sinnlos zu kaufen und anzuhäufen. Ich möchte Uhren gerne sammeln, aber mit Struktur. Und habe dann gesagt, naja, damit man eine gewisse Struktur hat, möchte ich von jeder Marke maximal 2 Uhren haben. Aber das sollen dann die ikonischen Modelle sein, die diese Marke repräsentieren. Ja, an dem Punkt merkt ihr schon, 2 Uhren pro Marke. Es gibt alleine in Deutschland über 100 Uhrenmarken, weltweit sicherlich mehrere hundert, wenn nicht sogar über 1000. 2 Uhren pro Marke kann man komplett vergessen. Und selbst wenn man nur auf die größeren, bekannteren Marken geht, fällt es schwer, da einen Strich zu ziehen. Also selbst wenn man mit dieser Herangehensweise in das Sammler-Hobby einsteigt, wird man schnell feststellen, dass 100 keine wirkliche Grenze sind, sondern man leicht darüber hinauskommt. Ähnliches gilt, wenn man andere Ansätze verfolgt. Einfach mal ein paar Größenordnungen bzw. Kriterien auf den Tisch gelegt, nach denen man Uhren sammeln könnte. Man könnte es nach Größe machen. Es gibt von unter 30 mm bis über 50 mm Uhren, sodass man hier schon richtig viel ansammeln könnte. Ich kenne Sammler, die sich auf das Werk konzentrieren. Sie möchten nur ein ganz bestimmtes Werk haben. Wenn ich das mache und als einziges Kriterium habe, dann komme ich vielleicht nicht über 100, aber es gibt unendlich viele Quarzwerke. Es gibt von Seiko sehr viele unterschiedliche Werke. Dann haben wir Miyota, Citizen, Quarz, Automatik, Spring Drive, Handaufzug, Kinetik, Solar. Auch das gibt wieder richtig viel. Es gibt Sammler, die nach bestimmten Stilrichtungen sammeln. Flieger, Chrono, Dresser, Taucher, Fieldwatch und was es nicht alles gibt. Und das am besten dann auch noch in der Kombination mit Werk, Farbe, Verarbeitung. Echt übel. Je mehr Kriterien man anlegt und je vielfältiger man sein Hobby aufstellen möchte, umso mehr Uhren werden es und umso schneller merkt man, dass man mit 100 wahrscheinlich nicht auskommt, um alles abzudecken. Das war für mich eine echt bittere Erkenntnis, sage ich mal so, weil ich an dem Punkt dann angefangen habe zu überlegen, wie möchte ich eigentlich mit meinem Uhrenhobby umgehen. Lege ich Wert auf technische Errungenschaften oder auf bestimmte Arten, auf bestimmte Herstellungsregionen oder kaufe ich vielleicht auch nur einfach, was mir gefällt? Ich kenne etliche Uhrenfreunde, die sagen, mir ist eigentlich ziemlich egal, was für ein Werk drin ist. Ich lege auch keinen Wert drauf, dass ein bestimmtes Kriterium erfüllt ist. Ich kaufe einfach die Uhr, die mir gefällt. Das ist mit Sicherheit ein sehr valider Ansatz.
für mich persönlich hat das nicht so gut funktioniert, weil mir einfach viel zu viele Uhren gefallen. Also das war auch nicht gut. Ich musste also eine wie auch immer geartete Struktur haben, beziehungsweise für mich eine Richtschnur beim Sammeln. Und das ist entweder ein Preislimit, was aber mit Hobby nicht so viel zu tun hat, sondern mehr mit der ökonomischen Sache der Leidenschaft. Was kann ich mir leisten? Und wenn ich alles kaufen würde, was ich mir eventuell leisten könnte, dann wird es doch wieder eine kunterbunte Ansammlung und in Abhängigkeit vom Einkaufspreis der Uhr auch wieder über 100. Das möchte ich nicht, also bin ich an die Sache etwas anders rangegangen. Ich habe mich hingesetzt und überlegt, welche Struktur ist für mich persönlich der richtige Weg und habe dann darüber nachgedacht und angefangen darüber nachzudenken, was für ein Uhrentyp bin ich eigentlich? Wie gehe ich mit Uhren um? Wie gehe ich mit dem Thema Zeit um? Und das war für mich der Einstieg in ein gesundes Sammlerverhalten. Und zum Thema, was für ein Uhrentyp bin ich, komme ich dann im nächsten Video. Und ich hoffe, dass ihr mir auf diesem Gedankenweg auch im nächsten Video folgen werdet. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und tschüss, euer Axel.